Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ja, es gab wieder eine längere Pause, liebe Freunde, aber es ist einfach gerade auch viel zu tun. Und jetzt geht's erstmal weiter mit Assassin's Creed. Ja, Freunde, ich hoffe, ich habe bemerkt in den letzten Folgen, es war wirklich hier und da ein kleiner Ruckler. Ich habe jetzt nochmal in OBS ein paar Einstellungen vorgenommen und ich hoffe, das passt jetzt so. Das ist halt der Preis für 4K, liebe Freunde. Ja. Aber gut, sei es drum. Die erste Nacht von Samhain. Sprich im Westen von Gloucester. Gloucester mit Gunnar. Okay, im Westen von Gloucester. An der Vereinigung der Flüsse Athena und Themese. Die Themese, wir kennen sie, liebe Freunde. Okay, Gloucester, Westen, Athena. So, wo war denn das? Hier. Ist aber noch gar nicht aufgedeckt. Hatte ich mich... Ich glaube ja, ne? Ich hatte mich... Gloucester hier angelobt. Ja, ich glaube, wir müssen da erstmal am besten hier hinreisen und dann das Gebiet erstmal aufdecken, würde ich sagen. War? So machen wir, Ditte. So. Moin, moin. Da kann ich anheuern. Nee, danke. Ja, da ist er wieder. So, lass mal ein Navi aufmachen. Wo müssen wir hin? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Oh, ist das schön. Richtig schön herbstliche Farben. Und natürlich auch ein regnerisches Herbstwetter. Boah, ey, du könntest dir eigentlich Assassin's Creed auch einfach zum Schlafen anmachen, ne? Einfach schön, so Regengeräusche, vielleicht noch ohne das Reiten, einfach so. Wunderbar, vielleicht nicht so laut. Ich habe das geliebt früher als Kind, wenn es draußen geregnet hat, habe ich so gut geschlafen. Das war so ein beruhigendes Geräusch. Das war auch so ein schönes Gefühl, weil... Also es war so ein Gefühl der Sicherheit, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Du weißt so, du bist drin. Im gleichen Zug denkst du natürlich an die Leute, die bei dem Wetter draußen sein müssen. Aber es war so ein richtiges, ja, wie Geborgenheit, um es poetisch auszudrücken. Geborgenheit. Ich habe mich geborgen gefühlt. Ich habe mich geborgt gefühlt. So. Da müssen wir hoch. Okay. Ihr wisst, Freunde, ich gucke wieder ganz paranoid immer wieder zu OBS hoch, ob da irgendwas steht von Codierung überlastet. Aber es sieht noch gut aus. Klippenfels Wachturm. So. Wir sind angekommen. Oh mein Gott. Wie weit man da auch wieder gucken kann. Herrlich. Herrlich. Zeige ich mal her. Naja, gut. Viel hat es jetzt nicht freigedeckt. Ach, dann muss hier irgendwo die... Ist das hier dann die Stadt oder was? Ja, muss ja sein. Okay, dann reiten wir jetzt erstmal da noch hin. Nehmen den noch mit. Hoppa. Was ist denn hier passiert?
Die Ratten. Guckt euch die mal an. So richtige Lehmklumpen. Das scheint beinahe so, als ist hier irgendwo ein verfluchtes Zeichen, ein verfluchter Ort. Ich muss nur gucken, wie ich hier reinkomme. Ist ja verschlossen. Finde den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Los, Sühnen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Da, okay. Oh Gott, der arme Bär. Komm, Bär. Oha. Oha. Da ist der Schlüssel. Was ist denn hier passiert, Tommy? Oha. Okay. Schnell die Bude aufschließen. Eieiei. Alles gut, Katze. Gut. Das Land kann wieder aufatmen. Was liegt denn hier? Ein Stück Papier. Mutter, ich bin zur Quelle der Habren gegangen, um Heilwasser zu besorgen und das Land von der Krankheit zu reinigen, die es befallen hat. Wenn ich nicht zurückkehre, wisse, dass ich dich liebe und dass ich alles versucht habe. Der Fluch war dann einfach stärker als meine Füße. Okay. So, nun gut. Komm, Bär. Bis jetzt sieht OBS stabil aus. Ich hoffe, es bleibt so. Ich glaube, ich habe die richtigen Einstellungen gefunden. Wo ich mir noch so ein bisschen Gedanken mache, ist bei der Bitrate. Ich hoffe, das sieht jetzt noch schnucklig aus hier, weil wir haben hier gerade bei Assassin's Creed so viele kleine Sachen, die sich halt bewegen. Gras vor allem. Aber wie gut das Gras aussieht. Damn. Und kommt es oft vor, dass das Bild so ein bisschen schlarzig, schmierig aussieht. Aber ich habe eine konstante Bitrate eingestellt. Von 80 Mbit. Das ist, glaube ich, auch so das empfohlene Minimum von YouTube für 4K-Videos. Na, das wird schon reichen. Habrens Quelle. Also, wir müssen ja in den westlichen Teil. Oh, was haben wir denn hier? Komm, den hole ich mir. Ich habe jetzt Bock. Ich habe Bock, den Orden zu zerstören. Den nehmen wir mit, den Kollegen. Ist doch klar. Ja. Dein strammes Knie. Los, gib Gummibär. Gib Gummibär. Oh, der hat auch einen Speer. Der hat auch einen Speer. Aber ist doch kein Ding. Zack, Junge, Betäubungsschlag nämlich. Jetzt gibt's richtig auf den Deckel. Kannst gleich liegen bleiben, Junge.
Boom! Zack! Es ist so crazy, ey. Bin einfach viel zu krass jetzt. Also ich weiß gar nicht mehr, wer den Tipp gegeben hatte. Ich glaube Funny Penguin, aber der Tipp war wirklich Gold wert mit den zwei Speeren. In diesen alten Welten lag ich oft und betete, die Blätter mögen mich bedecken, damit ich sie wie ein Tuch über mich ziehen könnte und dem Gehörnten in einem Bett aus Blättern begegne. Bette mich zur Ruhe mit einem Lied. Dieses Lied wird nur aus dem Geräusch der Knochen bestehen, die Odin dir bricht. Was soll ich dem jetzt noch was vorsingen, oder was? Schlafe ein! Schlafe ein! Der Odin. Oh. Der Odin ist mein. Medaillon des Ordens der Ältesten. Geil. Bär! Was ist denn der jetzt schon wieder? Da. Komm her. Nee, ich freue mich gerade wirklich, dass es so stabil läuft in OBS. Bis jetzt. Ich hatte es auch manchmal, dass da nicht stand, Codierung überlastet, aber das Vorschaubild hat schon ein bisschen gelaggt und da stellte sich im Nachhinein raus, es hat nur das Vorschaubild gelaggt. In der Aufnahme war es dann flüssig, aber das ist alles so... Das ist crazy. Aber es ist halt 4K, Freunde, ne? Da wird selbst meine 3080 Ti schon langsam, kriegt die da schon so ein kleines Hüsterchen. Aber ist auch, alles auf extrem gestellt. Na? So ein bisschen das Gefühl, ich muss die Geräusche und die Musik und so ein bisschen, das jetzt wieder raus hier, mal ein bisschen leiser machen. Machen wir mal so. Hui. Ah. Bär. Das Bär. Komm her. So. Oh ja, da haben wir jetzt viel. Aber sag mal, wo ist. Glow-Orchester. Da müssen wir hin. Also doch. Okay. Im Westen. Hier ist Athena. Hier ist die Temese. Also hier irgendwo. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, die Schafe. Oh Leute, da werde ich schwach. Da werde ich schwach. Im westlichen Teil der Stadt. Ah. Glow-Orchester. Ich bin da. So. Hier ist ein Fragezeichen, aber das ist, glaube ich, nicht. Von der Vereinigung der Flüsse Athena und Hemese. Komm. Ach Mensch, Bär, jetzt spring doch da drüber. So hoch ist das nicht. Nee, das kann der Bär nicht.
Moin, Leute. Hier irgendwo? Ich muss sehen, was du siehst. Ach, da drüben, okay. Tja. Schön über die Brücke. Oh! Entschuldigung! Über die Brücke rüber. Oh, was liegt denn da? Ein neues Tattoo, ein neuer Entwurf? Nee, wir treffen jetzt erstmal Gunnar. Was siehst du, alte Freundin? Da bist du ja, Gunnar. Und mit einem Lächeln, wie der ich lange nicht mehr gesehen habe. Lange nicht gesehen. Na? Eivor! Ja! Wusste ich doch, dass ich dich gerochen habe. Was? Gunnar, du warst so schnell von zu Hause weg. Ich dachte, eine Valkyria hätte dich entführt. So war es auch. Diese Valkyria hier. Brigid, Quell meines Herzens, das ist Eivor. Nur eine besondere Frau könnte unseren Gunnar bändigen. Bavendine da, mit Maisie Greeley. Auch schön, dich kennenzulernen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Erzähl mir etwas von dir. Wann werdet ihr heiraten? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hast du hier mitten im Nirgendwo eine Frau gefunden? Sie kam durch die Siedlung und verkaufte Runen. Sie strahlte heller als jeder ihrer Steine. Sie bot mir einen Handel an. Eine Rune für eine Brosche, die ich gerade machte. Ein guter Tausch für mich. Aber sie liebt dieses kleine hässliche Ding. Hast du Familie, Brigid? Nach Mama, Dad, Kalle, Devin, Gille, den Anon. Briggs Mama und Papa waren die letzte Hohepriesterin und der Aldermann. Sie sind nicht mehr hier, aber der jetzige Aldermann sorgt für sie. Ich würde diesen Aldermann gern treffen, wenn eure Familien jetzt vereint werden. Eine Verbindung geschmiedet in Liebe. Komm, suchen wir ihn. Und gib mir nicht die Schuld, wenn er ein, zwei Sachen über dich gehört hat. Kommst du mit, Brigg? Dem Jolch. Yw tu'r bag dy fair sych o gwmpas eich gilydd. Y teif o'r gael clis llawn. Gut, dann verschwenden wir mal keine Zeit. Folge Gunnar. Ich frag mich, ob das auch schwierig ist. Der Mann hat also vielleicht ein, zwei Geschichten über mich gehört? Nicht nur von mir. Dein Name wird noch über Jahre auf den Lippen jedes Skalden sein. Und umherstreifende Wikinger beunruhigen die Mercer hier nicht? Sie kommen von überall her, um Sarvin zu feiern. Die meisten sind zu sehr mit den Vorbereitungen beschäftigt, um auf uns zu achten. Sarvin, dafür sind diese geschnitzten Wurzeln? Für diesen Brauch? Genau. Lichter mit Gesichtern, um böse Geister abzuwehren und die Kinder heimzuführen. Sie sehen zum Fürchten aus. Lass uns ein paar davon mitnehmen. Ja, was ich sagen wollte, ich frage mich, ob das schwierig ist, immer so Leute aufzutreiben, die diese alten Sprachen noch sprechen können, wie jetzt hier die Verlobte von Gunnar. Also muss man doch irgendwie danach suchen, oder? Das hat man doch nicht als Aufnahmestudio einfach so in petto. Also. Da ist der Aldermann. Kanon! Ein guter Anführer, der sich um die Sorgen seiner Leute kümmert. Gehen wir zu ihm, wenn er fertig ist. Gut, dann stelle ich dich erstmal Tudor vor. Die Hände kalt und feucht wie ein toter Barsch, aber das Herz am rechten Fleck. Er wird Kenons Nachfolger als Aldermann. Tudor, das ist Eivor, meine Clanführerin. Ah, ja. So wie Gunnar von dir sprach, erwartete mich ich... Mich auf einem geflügelten Pferd? Dass ich Kranke und Blinde heile?
Seine Schmeicheleien sind so stumpf wie sein Hammer. Mehr Heiden, die sich an unseren Tisch drängen. Wundervoll. Was führt dich her? Die Hochzeit eines Freundes. Was hast du für ein Problem? Bist du der nächste Aldermann? Die Hochzeit eines Freundes. Ich bin hier, um die Hochzeit meines Freundes voranzubringen und mein Gewicht in Ale zu trinken. Wenn ich ein paar Freunde finde, umso besser. Was hat die Freundschaft der Dänen dem christlichen Mercier gebracht? Könige von Gottes Gnaden durch Handpuppen ersetzt. Wir haben Stabilität gebracht. Hüte deine Zunge. Diese Handpuppen beschützen euer Land und füllen eure Bäuche. Ich will keinen Dank, nur Gastfreundschaft. Äpfel! Eivor, warte, bis du den Apfelwein probiert hast. Den magst du doch, oder? Tudor, Apfelwein? Ach, du musst Eivor sein. Tudor, ich sehe, du hast unseren Ehrengast schon begrüßt. Du kommst gerade rechtzeitig für mein letztes Samhain. Auf deinen Wunsch heißen wir alle Heiden willkommen, die nach Gottes Gloucester kommen. Tudor, als dein Erntekönig verlange ich, dass du dir die Rübe aus dem Arsch ziehst und fröhlich bist. Du bist also hier, um die Familie zu treffen, bevor er meine Brigitte fortbringt, um die Braut eines Schmieds zu werden? Wir fühlen uns geehrt, dass sie Teil des Rabenclans wird. Doch das Grün hier können wir kaum überbieten. In dieser nebligen Jahreszeit muss ich mein Mädchen und mein Land fortgeben. Doch Gunnar ist ein guter Mann und er spricht ständig von dir. Wenn ihr mich bitte entschuldigt, ich muss mich noch um etwas kümmern. Ach ja, der Schrein. Bei so vielen Dieben und Bestien hier läuft man glatt Gefahr, im Dienste Gottes umzukommen. Kenner, ich brauche keine Heidin zum Schutz. Oh, er wird in den besten Jahren niedergestreckt, ohne eine Erinnerung an warme Schenkel oder Apfelwein, um sich im Jenseits daran zu erfreuen. Bei meiner Ehre, dann werde ich nicht ruhen, bis er wohlbehalten zurück ist. Einverstanden, Tudor? Dann bin ich wohl überstimmt. Nur was will eine Dänin bei der Preisung des heiligen Kühnechelm? Gott wird weinen. Meine Geliebte, ruft Eivor. Falls du dich anschließen willst, wir gehen nachher noch zu einem Mummenspiel. Geht, möget ihr eine eiserne Freundschaft schmieden, aber gebt auf Feen, Sumpfwesen und Böses Acht. Ich muss einem Gelübde beiwohnen, einen Lehrling einführen und ein Schwein schlachten. Sollen wir? Na dann. Die Geschichte von Weidenmann. Samhain. Kenon gesteht diesen Heiden zu viel zu. Das schaffe ich als erstes ab, wenn ich Aldermann bin. Feuer und Zauberei, Geister in der Luft, Gloucester Shire hat sich von Gottes Licht entfernt. Die Menschen brauchen Gründe zum Feiern, vor allem vor Wintereinbruch. Ein Fest bringt Wärme und Freude. Das Licht Gottes schwindet in kalten Nächten nicht. Doch die Winter sind hart für die Kinder. Sie herumtollen zu sehen, macht einem das Herz leicht. Gibt es Priester in euren Landen? Ich habe wenige getroffen und noch weniger gemocht. Das Weltliche wurde hier nie hinterfragt. Ich allein stehe für die Neuordnung ein. Sie sind eine Herde, die eines Schäfers bedarf. Und wie wirst du diese großen Änderungen einleiten? Sie werden in die Kirchen strömen und wir werden dem Herrn für seine Gaben danken. Und nicht den falschen Götzen aus Holz und Lehm. Und doch beten wir vor dem Abbild eines anderen? Oder ist dieser kühne Helm dein Gott? Nein. So nennen wir ihn auch nicht. Er ist nur dem Ohr des Herrn näher. Dort auf der Weid unter Dornen verloren, liegt Kühnechelm zum König erkoren. Ist es hier nicht wunderschön, Eivor? Ja. Siehst du, der Weg ist frei von Gefahr. Deine Begleitung ist nicht vonnöten. Du bist ein wärmerer Mensch als die Maske, die du trägst. Und du wirst mich nicht los. Ich werde mein Wort gegenüber Kenon halten und dich sicher zurückbringen. Ja, warte mal noch ab. Erstmal hier, zack. So, hör mal zu, Junge. Ich verstehe diese christlichen Gebete nicht. Ich danke Odin im Stehen. Warum sich die Knie schmutzig machen? Um uns vor Gott demütig zu zeigen. Zudem habe ich mir schon bei Schlimmerem die Knie schmutzig gemacht. Das klingt nach einer Geschichte, der ich gern mein Ohr leihen würde. Bitte, Eivor, ich muss beten. Sollte ich zusehen oder mich wegdrehen?
O Herr, schenke deinem unwürdigen Diener dein höchstes Gut, Geduld. Ich werde dein Gebet nicht unterbrechen müssen, um dich zu beschützen. Und doch kannst du es anscheinend nicht lassen. Was hast du denn bitte gesehen? Ein Hasen? Bring dich in Sicherheit. Wildschweine. Such dir ein Versteck. Wo kommen die her? Er lebt, das Schwein. Ja, mach ich doch. Er lebt, das Schwein. So, eins haben wir noch. Zack. Das war knapp. So, was sagst du nur, hä? Bist froh, dass ich mit bin. Eivor, danke dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Denke ich nämlich auch. Gut, dass ich hier war, um dich zu beschützen. Vielleicht hat Kenon das zweite Gesicht. Teufelsbrut. Gespaltene Hufe von Lucifer gesandt. Dieses Land muss zu Gottes Gnade zurückfinden. Wahrscheinlich ist der Schrein einfach in ihrem Revier. Herr, wir danken dir für deinen Schutz. Hier ist es nicht sicher. Gib mir einen Augenblick zum Beten, Eivor. Mehr verlange ich nicht. Wir sollten nach Gloucester zurückkehren. Außer du möchtest dem kleinen Märtyrer hier für das heutige Festmahl danken. Ich bin kein Kleinkind, das im Wald ständig bewacht werden muss. Geh ohne mich vor. Ich gab Kenon mein... Ja, dein Wort. Und wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du mich vor den Hauern dieses Teufels bewahrt hast. Und Eivor? Ja? Ich schulde dir zumindest, dass wir anstoßen, wenn du magst. Du findest mich beim Fest. Okay. Ich hoffe, Bär ist nicht traurig, dass ich zwischendurch immer mal ein Pferd nehme. Läuft er immer hinter uns her und guckt ganz traurig. Aber Bär, ich habe schon O-Beine vom Reiten. Das tut weh. Opa, so. Sprechen wir mal mit Junna. Na, ihr zwei Hübschen? Eivor, da bist du hier. Hier bin ich. Also, welche Abenteuer hast du ohne mich erlebt? Ich habe Tudor zum Schrein eines christlichen Heiligen gebracht. Der Weg war nicht ganz friedlich. Ein paar Keiler machten ihre Aufwartung. Odd, but path now usually south. To the Brivo. Aber du hast ihm die Haut gerettet? Das hätte ich gern gesehen. Euch beide zusammen. Es geht ihm gut. Ich habe Zweifel an... Tevd. Ich brauche was zu trinken. Es geht ihm gut. Ich habe mein Wort gegenüber Kenon gehalten und das Küken Tudor lebt. So zurückhaltend, Eivor. Ich hätte eher erwartet, dass du dem jungen Manieren einprügelst. Ich habe dem Großteil Englerlands die Hand gereicht, Gunnar, und mich bei Schlimmeren als Tudor gezügelt. Ich brauche was zu trinken. Dann probier den Apfelwein aus der letzten Ernte. Skål! Skål! Wir müssen auch noch mit Tevdr dann anstoßen. So, du hast mich zu einem Mummenspiel eingeladen. Was für ein Unfug ist das? Alter, ich verstehe es nicht. Die Bewohner von Gloucester halten ihre anderweltlichen Besucher für verfressen. Und wenn du wie einer aussiehst, hast du auch was davon. Einfach so? Das kenne ich sonst nur von Festmahlen. Dann machen wir ein Untier aus dir und lassen dich für Speis und Trank über die Hügel streifen. Das ist doch keine Verkleidung. Nur ein Umhang und ein paar Knochen. Ach was? Du verkörperst die Marilut perfekt. Dann ziehen wir mal los. Werde zu Marilut, dem Geist, der für Kuchen und Ale singt. Und du darfst den Umhang nicht ablegen, bis wir wieder gehen. Okay. Ich behalte ihn an. Doch selbst mit einem Messer an der Kehle bringt man mich nicht auf Befehl zum Singen. Schade. Gunnar, wenn sonst niemand so angezogen ist, scheuche ich Schafe in deine Schmiede. Süßigkeiten bitte, Süßes oder Saures. Klopf, klopf.
bitte, was willst du denn? Oh, Marilut. Stimmt, stimmt. Wir haben dieses Jahr Kuchen statt Bier. Samhain Nacht und der Mond erwacht. Marilut spukt an der Tür. Süß will ich essen, bin wie besessen, kam sogar her dafür. Die Luft ist kalt in den dunklen Wald, im dunklen Wald und ein Geist regt sein Gespür. Süß will ich essen, bin wie besessen, kam sogar her dafür. Haha, hier, Süßes für Marilut. Du hast es dir verdient. Dankeschön, vergammelter Käse? Hast du die Rolle eines trickreichen Geists? Können trickreiche Geister sehen? Die Augenlöcher dieser Maske sind furchtbar. Es braucht nur eine Maske und süße Kuchen, um dich in einen fröhlichen Skalden ja, zu verwandeln. Ja, schön wär's. Ich werde nicht singen, Gunnar. Kriege vergammelten Käse, Alter. So. Sieht ein bisschen aus wie Hobbits End hier, oder wie heißt das? Hobbits End? Entschuldigung, haben sie irgendwie Süßigkeiten? So, da drüben nochmal. Hallo? Ich bin gekommen, um zu reimen. Hinter Mauern kann sie lauern. Die Haube versteckt sie gut. Und jedem Haus sagt sie voraus, es ist die Marilut. Niemals weiß man, wer da klopft, ob Arglist oder Wohlgemut. Und jedem Haus sagt sie voraus, es ist die Marilut. Sehr gut. Dankeschön. Geil, wieder vergabt. Alter, das kann. Warum krieg ich denn. Kerle, die zu viel trinken, machen den Kleinen Angst. Verstehe das nicht, ich will doch Süßigkeiten und kein Käse. Eivor, mächtige Kriegerin, Türklopferin, Kuchenbezwingerin. Wie fühlt es sich an zu plündern, was man dir freiwillig gibt? Ich mache gute Beute und es ist ein Brauch, den zu wahren sich lohnt. Hopp. Beruhigt euch, Leute. Ich will nur den Kuchen. So, was haben wir hier? Vermerk. Einer von den kleinen Leuten bat mich, die Tür kleiner zu machen, um unerwünschte Gäste aus seinem Haus fernzuhalten. Nach all dem Unsinn mit dem Druiden im letzten Herbst verstehe ich, worauf er hinaus will. Okay. Proviant ist voll. Mehr gibt's hier nicht. Ja, gut, wir brauchen noch eine Tür. Hallo? Ah. Ein Kind. Ich hab Kuchen von Mama hier. Geil. Sieh sich einen Kuchen an. Käse. Honig süß, Gunnar. Guck dir das an, Gunnar. Meine Kuchen. Das ist kein Kuchen, ich habe Käse bekommen. Dreimal. Gunnar. Zeig es mir. Ist ja wieder in Schwierigkeiten geraten, oder was? Ich sagte, Gunnar. Nimm deine falschen Götter und verpiss dich in dein... Du bist entweder furchtlos oder dumm, Junge. Dass du so mit einem vom Rabenclan sprichst. Passender Name für Plünderer. Flugratten, die nehmen, was ihnen nicht gehört. Ich pick dir die Augen aus und geb sie deinem Gott zu fressen. Gunnar, wir sind hier Gäste. Lass ihn gehen und wir ziehen weiter. Du Gunnar. Willst dir heute unbedingt die Nase brechen? Komm, da Gunnar. Ich gern. Christ im Tor. Schlägerei! Bum, 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 bum. Weg da, Gunnar, ich mach das. Euch sollten wir lebendig verbrennen. Komm her. Bist du sicher, dass du nicht im Glowercaster bleiben willst? Oh. Die wissen, wie man Gunnar. Spaß hat. Junge, gar keine Chance. Oh. Au. Damn.
Und alles gut? Oh. Genug jetzt. Halt, Horstbahn! Mein Bein! Wie der Jana rumschleudert. Gunnar, du musst da noch heiraten. Mach ruhig. Alter. WW. You can't see me. Zack. So nehme ich meinen Freund. So. Zack. Genug. Schlägereien gehören auf die andere Seite des Flusses. Hier sind Kinder. Du hast mir nichts zu sagen, Trude. Thomas Pfeilmacher, ich habe dich in diese Welt gebracht. Dir das Geburtsblut deiner Mutter abgewischt. Hüte deine Zunge. Dann zeig mal das Bein her. Ist nichts Schlimmes. Vorsicht mit dem alten Mann. Seine vielen Winter zählen selbst schon als Wunden. Tilukis, Moldron so Gumpas te patches Laden. Danke für deine Hilfe. Kommt er wieder in Ordnung? Wer bist du? Dieser Kerl nannte dich eine Drude. Ich führe jene, die in Glowecaster den alten Bräuchen folgen. Aber meine Heilkunst biete ich auf beiden Seiten des Flusses an. Gwyneth, Liebes, geh zurück zum Haus und bring mir die Knoblauchsalbe. Und die Würmer? Reinigen wir oder schneiden wir, Mutter? Ja, bring sicherheitshalber auch die Würmer. Oh, hey, Kind. Ich verspreche, ich schneide es nicht ab, ehe du zurück bist. Ey, ihr, gib mir Kraft! Mama Modren ist nun am Humor tauisch getran. Schön, dass ihr meine tödliche Wunde alle so lustig findet. Geh, Eivor, vergnüg dich und versuch Tudor ein bisschen locker zu machen. Modron, du musst sein Bein nicht retten. Ich hätte da Verständnis. Das Bein wird schon wieder. Aber keine Arznei Englerlands vermag sein Gesabber aufzuhalten. Ich kann keine Wunder wirken. Okay, wir müssen mit Tevdr sprechen, aber das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Feierabend. Ich kletter hier schön hoch. So, hier. Ja, genau das nämlich nicht. Ich wollte doch hier schön hochklettern. So, genau. Zack. Komm ich da nicht? Anscheinend nicht. Okay, Freunde, dann machen wir einfach hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann übermorgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.